Hallo, in diesem Video geht es im Prinzip nochmal um die Session 0, aber um den zweiten Teil, um den Teil, der kommt, wenn ihr die Session 0 eigentlich fertig habt, aber noch nicht angefangen habt zu spielen. Da schiebe ich sozusagen eine Session 0,5 rein. Wenn euch das interessiert, wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure Charaktere, die gespielt werden, zusammenbringt, dann bleibt doch dran. Hallo, ich bin Martin Schröer von D20 Sounds und heute geht es um die Session 0,5, wie ich schon gesagt habe. Ja, Session 0,5, was soll denn das sein? Für mich ist das sowas wie aus Fremden Freunde machen. Also es gibt 2, 3, 4, 5, 6, 7 Charaktere, so viel wie es Spieler gibt meistens, und die sollen irgendwie zusammenkommen. Der Anfang in der Kneipe ist nicht immer der beste. Weil der eine geht saufen, der nächste vergnügt sich mit den Frauen und der dritte führt philosophische Diskussionen am Stammtisch. Der fünfte und der vierte sind vielleicht außerhalb der Kneipe und wollen gar nicht reinkommen, weil sie was gegen Alkohol haben. Oh je, alle laufen auseinander. Und jetzt, was macht man dann? Ich mache deshalb die Session 0,5, wie ich sie jetzt so netterweise nenne. Und das bedeutet, ich schaue erstmal, wie ich die Charaktere, wie ich die Helden zusammenbringe. Und das bespreche ich, das gebe ich natürlich nicht vor, das bespreche ich mit meinen Spielern. Das heißt, wir überlegen zusammen, was wir machen können, damit die Spieler eine gemeinsame Vergangenheit haben. So, und da gibt es unterschiedliche Punkte und um die soll es heute gehen. Also der erste Tipp ist, sorgt dafür, dass die Charaktere sich zumindest zum Teil schon kennen. Vielleicht, wenn ihr zu viert spielt, zwei kennen sich jeweils untereinander, also zwei und zwei. Es gibt zwei Zweiergruppen, die zusammenkommen. Oder es kennen sich alle vier schon. Ja, aber woher kennen die sich denn? Naja, es sind Helden, sie könnten vorher als Söldner gearbeitet haben, also aus einer Söldnergruppe. Sie könnten einen gemeinsamen Unterstützer haben, der gesagt hat, Leute, hier sind eure neuen Kollegen, ich habe das Problem, löst das. Sie könnten irgendwie gefangen sein in einer Zelle und versuchen, gemeinsam rauszukommen oder ein anderes Problem zusammen zu lösen. Ein Problem, was sie zusammenschweißt. Zum Beispiel bei Rime of the Frostmaiden, was ich gerade spiele im Moment, geht es darum, dass die Charaktere alle die gemeinsame Aufgabe haben, wieder dafür zu sorgen, dass der Winter aus dem Eiswindtal verschwindet. Was man noch machen kann, ist, dass die Charaktere vielleicht irgendwas gemeinsam haben, was sie verbindet. Irgendeine seltsame, mysteriöse Tätowierung zum Beispiel, die alle auf ihrem rechten Oberarm haben und keiner weiß, wo sie herkommt. Also sind sie gezwungen, diese Tätowierung, etwas über die Tätowierung herauszufinden. Vielleicht macht ihr auch noch was mit denen. Leuchtet auf oder sowas. Das ist ja natürlich nur ein Beispiel. Lasst eure Fantasie freien Lauf. Überlegt euch mit euren Spielern, da sind noch andere Leute, die Fantasie haben. Schmeißt das alles in einen Pool, seid kreativ zusammen und habt Spaß dabei. Stellt ein Problem vor die Spieler und vor euch und löst es gemeinsam. Zu viert oder zu fünft, so viel wie ihr seid. So, wie gehe ich denn sowas jetzt ganz praktisch an? Also erstmal gehe ich davon aus, alle Charaktere sind fertig und dann trägt jeder seine eigene Vorgeschichte einmal vor in der Runde. Also Spieler A fängt an und trägt seine Geschichte vor. Natürlich nur die Sachen, die er nicht geheim halten möchte. So ein bisschen Geheimkram ist ja auch manchmal ganz schön. Er erzählt so seine Geschichte, wo er herkommt und dann können sich die anderen 3, 2, 5 überlegen, wie sie mit ihm anknüpfen können. Also der Paladin sagt zum Beispiel, ich habe für Tyr gekämpft im Krieg der Schwerter und war mit dem 3. Regiment am Todeshügel in den Forgotten Realms auf Toriel. Daraufhin könnte ein anderer sagen, ach, wir haben uns zwar damals nicht kennengelernt, aber ich war im gleichen Zug und ich habe da als Kleriker gearbeitet und habe die Leute geheilt und
Vielleicht stellt sich heraus, dass der Paladin schon mal eine schwere Verletzung hatte, dass der Kleriker ihn geheilt hat. Ihr versteht, worauf ich hinaus will, glaube ich. Ja, schafft irgendwas, was gemeinsam ist. Dann liest der Nächste seine Vergangenheit vor. Vielleicht der Magier. Und der Magier hat sehr zurückgezogen gelebt und am Rande eines kleinen Dorfes in einem abgelegenen Turm. Und die Dorfbewohner sind immer wieder dorthin gekommen und haben was gefragt oder um Unterstützung gebeten. Da könnte der Charakter 4, der vielleicht ein Dieb ist, sagen: Ja, ich habe schon mal versucht, dort einzudringen und bin dann aber gescheitert, aber der hat mich dann erwischt und war irgendwie gut zu mir. So kommt eins zum anderen. Also jetzt haben sich schon zwei Pärchen gefunden. Jetzt könnte man noch gucken, wenn der nächste seine Geschichte vorträgt, wie sich das noch weiter verknüpfen kann. Und so könnt ihr das aber auch mehrfach machen. Das heißt, ihr müsst nicht nach einer Runde aufhören, sondern im Prinzip, wenn der Krieger wieder dran wäre, kann man nochmal überlegen, welche Punkte es gab, das nochmal kurz zusammenzufassen und dann nochmal überlegen, mit wem er vielleicht noch was zu tun haben könnte. Und so kommen die Spieler schon darauf, schaffen sich, dass sie sich eine gemeinsame Vergangenheit schaffen. Und ich finde, das ist im Prinzip schon ein Teil des Spiels, weil wir spielen ja alle mit unserem Gehirn. Und das wird dann schon benutzt. Und im Prinzip erzählen wir uns schon eine Geschichte und jetzt erzählen die Spieler diese Geschichte. Ja, das nächste ist, man sollte vielleicht einen Konsens versuchen zu bilden, dass man gemeinsam spielt. Natürlich kann jeder auch noch was anderes machen innerhalb dieser Geschichte, aber dass man schon bespricht, dass die grundsätzlich irgendwie gemeinsam auf Abenteuer ziehen wollen. Dass man grundsätzlich bespricht, dass sie gemeinsam auf Abenteuer ziehen wollen. Wenn diese Voraussetzung nicht gegeben ist, dann braucht ihr eigentlich gar nicht anzufangen, weil sonst habt ihr nachher irgendwie drei Einzelgruppen, die alle irgendwas machen und kommen irgendwie nicht zusammen. Für einen Spielleiter ist das äußerst unangenehm. Besprecht auch solche Themen wie: Was passiert, wenn die was Gegensätzliches tun oder unterschiedliche Ziele haben? Wie kommt man damit klar? Wie findet man eine Lösung? Macht nochmal klar, dass es hier nicht um Spieler gegen Spieler geht, sondern dass es durchaus spannend sein kann, dass man es auch genießen kann, wenn zwei Charaktere sich nicht ganz grün sind. Sich vielleicht nicht mögen, aber achten. Ich weiß nicht, wer von euch Drachenlanze gelesen hat, aber zum Beispiel Raistlin und Sturm, der dunkle Magier und der Ritter, die waren irgendwie sich nicht so sehr grün. Trotzdem haben sie sich gegenseitig respektiert. Auch wenn sie oft gestritten haben und unterschiedlicher Meinung waren, wie Sachen gemacht werden können, der eine mit seiner Ehre, der Ritter, und der andere mit seiner Verschlagenheit. Es war immer schön, diesen Sachen zuzuhören. Und es kann auch total nett sein, sowas auszuspielen. Vielleicht macht ihr so einen kleinen Pool von Sachen, von Gegenständen, wie zum Beispiel einen Heiltrank oder ein bisschen extra Gold oder ein kleines Pack, also Kleinigkeiten, nichts Riesiges, die ihr in einen Pool tut und besonders gute Ideen belohnt. Und solange was da ist, geht es noch raus. Also, wenn der erste jetzt den Heiltrank bekommen hat, dann kann der nächste trotzdem das Kleinbaskit haben oder sonst irgendwas. Oder das Extragold. Überlegt euch, fragt auch eure Spieler und macht klar, dass diese Gegenstände im Endeffekt ja der ganzen Gruppe nutzen. Ich habe da oft schon gehört, dass der einer gesagt hat: Ja, aber jetzt hat der das bekommen und ich nicht. Im Endeffekt ist doch so, wenn ihr gemeinsam gegen einen anderen kämpfen müsst oder eine Schwierigkeit bestehen müsst, dann ist es doch toll, wenn der eine ein Seil hat oder der andere einen Heiltrank. Das hilft ja allen. Er wird ja nicht sagen: So, jetzt trinke ich meinen Heiltrank aus, um meinen letzten Trefferpunkt aufzufüllen. Nur damit du ihn nicht bekommst. Das macht ja keinen Sinn. Das heißt, irgendwann liegt einer am Boden und blutet und man gibt ihm schnell den Heiltrank, damit er weitermachen kann. Was besonders schön ist,
Ihr könnt ja am Anfang schon die Geschichte mit euren Spielern beginnen zu spinnen. Spinnt diese Geschichte und schreibt euch Sachen auf und nehmt Sachen aus der Vorgeschichte und fügt die in das Abenteuer ein. Selbst wenn ihr ein Kaufabenteuer habt, gibt es immer Möglichkeiten, irgendwas zu machen, was die Spieler sich überlegt haben. Gerade auch bei Kaufabenteuer ist es ja oft nicht so, dass man wirklich Schema F machen muss und wir folgen diesem Pfad und railroaden entlang in unserer Eisenbahn. Nein, es gibt immer noch Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Jetzt wieder bei Realm of the Frost Maiden gibt es ja auch diese Geheimnisse, die man vorher hat. Die kommen ja auch irgendwo her. Das heißt, man kann diese Sachen wieder aufgreifen. Ja, wenn einer geflohen ist und von einem Assassinen verfolgt wird, dann betrifft das irgendwann alle. Und das ist natürlich auch sehr schön, dass plötzlich jemand, der vorher vielleicht sehr allein war, Unterstützung gefunden hat in seiner Gruppe. Also nehmt die Geschichten, die am Anfang erzählt werden, schreibt sie euch auf und überlegt, wie ihr sie wunderbar in eure große Geschichte herein spinnen könnt, mit ihr verweben könnt. Wenn ihr dann wirklich im Spiel seid, arbeitet darauf hin, dass eure Charaktere immer wieder was Gemeinsames bekommen, dass NPCs irgendwas Gemeinsames von ihnen verlangen, damit der Gruppenzusammenhalt gestärkt wird. Lasst auch gerne Menschen oder Gegner oder Freunde aus der Vergangenheit auftauchen. Das macht das Ganze viel lebendiger und es zeigt wieder, dass die Vorgeschichte der Charaktere einen Sinn hat und dass dieser Sinn was mit der Gruppe zu tun hat im Endeffekt. Was man auch machen kann, ist nach dieser Session 0,5, dass man erstmal ein, zwei Einzelsessions macht oder Zweier-Sessions. Das heißt, man trifft sich vielleicht zu dritt, ein Spielleiter und zwei Spieler, und fängt an, mit einem Spieler zu spielen, wechselt dann auf den anderen und dann kommen die irgendwie zusammen. Und schon, wenn sich dann alle, wenn ihr das mit jeder Gruppe gemacht haben und dann treffen sich alle, seht ihr, dass die schon Zusammenhalt haben. Ich habe das jetzt gerade bei Lurch und Lama beobachtet. Sehr schön gemacht, dass die zwei weiblichen Charaktere und die zwei männlichen Charaktere schon gemeinsame Vergangenheit haben, bevor sie sich im Abenteuer zu viert treffen. Und ja, die passen immer so ein bisschen auf sich auf und es ist wirklich sehr rührend. Also, das kann man wunderbar machen. Macht das. Naja, Charaktere, Helden werden ja auch reifer, gewinnen an Erfahrung und manchmal können sich Bande zwischen den Charakteren auflösen. Also zum Beispiel, ein Charakter ist ein bisschen älter als der andere, benimmt sich immer so ein bisschen wie Papa, Unterstützer und Beschützer vielleicht. Irgendwann ist der jüngere Charakter älter geworden, er ist reifer geworden, selbstbewusster. Und es gibt einen Abnabelungsprozess. Das sind auch wunderbare Sachen, die man ausspielen kann. Ja, hör auf, mich immer zu bevormunden. Denk mal an eure Pubertät, wie es mit euren Eltern gegangen ist. Da wurde was abgenabelt. Ja, da gibt es Potenzial für Rollenspiel. Und das kann man wunderbar nutzen. Ja, nach dem Spiel, ich habe es im letzten Video schon gesagt, macht auf jeden Fall eine Feedback-Runde. Lasst euch vielleicht auch in Erinnerung rufen, wenn ihr irgendwas vergessen habt, was den Hintergrund angeht. Schreibt es euch erneut auf oder schreibt es euch zum ersten Mal auf, wenn ihr es beim letzten Mal nicht mitbekommen habt. Ja, fragt, wie die Geschichten zusammenlaufen. Holt euch Feedback ab. Feedback ist ganz wichtig. Ich habe es auch beim letzten Mal schon gesagt. Hier ist das Video. Da steht ganz, oder da habe ich ganz viel erzählt zum Feedback. Schaut rein. Ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, lasst ein Like oder ein Abo da. Ansonsten sage ich, macht's gut. Tschüss, euer Martin. Ciao.